So, und damit sind wir in der Lage, das Folgende zu machen. Das nenne ich jetzt mal irgendwie Hilfssatz oder Lemma. Und zwar gibt es eine Abbildung von der Menge der Grammatiken auf die natürlichen Zahlen. Das heißt, nicht jeder, sondern jede Grammatik. So, wie können wir das machen? Weil das erschließt sich ja jetzt sofort noch nicht. Was wir jetzt einfach tun, wir vergeben einfach Symbole, Nummern, Entschuldigung, für diese einzelnen Symbole, ja, und dann schreiben wir die Dinge einfach hintereinander weg. Also, ich nenne dieses Alphabet hier unten mal Sigma G. Wir ordnen den Zeichen von Sigma G Ziffern zu. Das heißt, die Ziffern 1 bis 8. Das machen wir so. Also, ich schreibe einfach hier Zahlen dran. Das ist Zeichen 1, das ist Zeichen 2, Zeichen 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ja? Wenn jetzt einfach nummeriert. So, und kodiert man nun das Gödelwort als Aneinanderreihung dieser Ziffern, dann ergibt sich eine Zahl aus n, also eine natürliche Zahl.